Okay, ich kann doch noch weitermachen. Ein Glück. Wir haben hier einen Helden. Tausend gleich. Nö, das lassen wir mal. Nicht mein Auto! Hat's weh getan? Oh Mann, das ist mir doch too much gerade. Was? Das gefällt dir nicht? Ernsthaft, Bloodwing? Und das Ding ist nicht mehr explodiert. Shit, hier komme ich eigentlich durch. Da fehlt nicht mehr viel. Ach du Scheiße. Oh, wir werden gleich getroffen. Wir werden gleich getroffen.
böse. So. Wunderbar. Bereite dich jetzt auf das vor, was vor dir liegt. Ich melde mich bald wieder. Und was liegt vor mir? So, okay. Mit dem Kleppi sprechen. Erstmal will ich wieder loswerden. Na, stimmt, die Viecher. Müssen wir da nicht auch mal wieder eine Herausforderung abschließen, ey, so viel wie wir schon wieder überfahren haben? Fahrschaden, kritischer Schaden, Feuerrate. Ist natürlich wesentlich schlechter. Ich glaube, da bleibe ich fast bei der anderen. Nein. 299, ach, das war ja bestimmt. Pergisis. Aber krass, verglichen sie mit Borderlands 2, wie der Abstand so von der Heilung und vom Schild so ist. Also, Schild hatten wir ja relativ früh durch Glück in 4000er. Und auch Gesundheit war wesentlich besser. Das mache ich gerade, um eine Herausforderung noch abzuschließen. Ich glaube, einen müssen wir noch. Hätte ich schlecht früher machen sollen. Na gut. Da kommt noch einer. Zum Glück. Gut, hätten doch noch einen gebraucht wahrscheinlich. Ich glaube, 7 Stück müssen wir im Nahkampf platt machen. Scheinen, aber ich weiß, du schaffst es. Hallo! Am schwarzen Brett in the middle of nowhere sind neue Missionen geschlagen. Ein weiteres Puzzleteil, Schutzengel. Der Schutzengel sprach von einer Herausforderung, die
an der Trash Coast wartet und Tennis glaubt, dass dort ein weiteres Teil des Kammerschlüssel gefunden werden kann. So wie ich die Dinge bisher, Hallo! Crazy Earl hat weitere Jobs, die er diesem Kammerjäger anvertrauen möchte. So wie sich die Dinge bisher entwickelt haben, wirst du dieses mysteriöse Hindernis wohl besättigen müssen, bevor du das dritte Kammerschlüssel verbrannt Hartmann finden und es zu Tennis zurückbringen kannst. Ich mag diesen Claptrap. Er will auch nicht mit uns sprechen mehr. Hi, hey, hey. Ich hoffe, hier ist gleich irgendwo eine Beamstation. Du musst dich vorbereiten. Du bist sehr weit gekommen, aber noch ist es nicht vorüber. Und noch ist keine Zeit zum Ausruhen. Vieles hängt jetzt davon ab, wie du dich weiter verhältst. Diese letzte Prüfung wird die schwerste. An diese Karte kann ich mich momentan noch gar nicht erinnern. Auf jeden Fall ein interessanter Aufbau. Vergiss nicht, bei Marcus bekommst du Quantität zum guten Preis. Hier gibt's Medikamente. Okay, ein Stabil für uns. Eine Beamstation hätte ich. Oder ist die. Dachte ich ja gleich. Okay. Dann machen wir nämlich erstmal diese Questannahmen. Middle of Nowhere. So, Gütertauschforschung. Die Menschen haben oft versucht, sich an der Trashkost niederzulassen, aber diese Versuche sind immer gescheitert. Hallo! Am schwarzen Brett in the middle of nowhere sind neue Missionen geschlagen. Spider-Rants haben jeden überwältigt, der auch nur den Versuch wagte. Den Banditen ist es doch jedoch gelungen. Sie haben den Hinterleib einer Spider-End-Königin in der Mitte ihres Lagers platziert. Daher möchte ich, dass du den Hinterleib einer solchen Königin beschaffst und ihn gegen jenen, der... Hallo! Crazy Earl hat weitere Jobs, die er diesem Kammerjäger anvertrauen möchte. Und ihn gegen jenen der Banditen austauscht. Mal sehen, ob die Spider-Ends die Drecksarbeit für uns erledigen. Haussuche. Ich liebe New Haven, aber ich komme mit meinem Alten nicht mehr klar. Also habe ich mir ein hübsches Wassergrundstück draußen an der Trashkurs gesucht. Aber das Problem sind die Skysets, die dort herumhängen. Vor allem dieser hartnäckige Kerl, den ich Bleeder nenne. Erledige die Skysets zusammen mit diesem Bleeder und ich kann meinen Hintern endlich an einen anderen Ort schieben. So, Crazy Earl, dich besuchen wir jetzt auch noch. Crazy Earl. Versuch den jetzt mal im Nahkampf platt zu machen. Yeah, cool. Ich werde mal noch ein bisschen am Nahkampf trainieren, weil es da bestimmt auch wieder normale Herausforderungen gibt. Was? Frische. Crazy Earl hat weitere Jobs, die er diesem Kammerjäger anvertrauen möchte. Was willst du? Bester Freund, Ritter Earls besten Freund, der von den Banditen an der Trashkurs festgehalten wird. Mein bester Freund, die Banditen haben ihn zur Trashkurs gebracht, du musst ihn retten. Ich tue alles, was du willst, sie dürfen ihn nur nicht umbringen. Haben wir wieder eine Menge Aufgaben da. Mich wundert bloß, wenn hier so Minenabbau und so war, warum ist dieser ganze Planet so zugemüht, ey? Da.
Ich will gern die Arena als nächstes in Angriff nehmen. Da muss ich nochmal Rust Common West. Gut, und hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Spielt's wieder gemächlich. Bis denn.